Generalisieren im Hundetraining am Beispiel des Stups. Generalisieren im Hundetraining bedeutet, dass ein erlerntes Verhalten auf Anweisung vom Hund durchgeführt wird, unabhängig davon, wo man sich mit ihm gerade aufhält, was in seinem Umfeld passiert und welche Ablenkungen vorhanden sind. Hat der Hund ein Verhalten erlernt und dieses ist unter Signalkontrolle, dann sollte man damit beginnen, es unter den verschiedensten Bedingungen zu üben, damit das Gelernte auch in andere Situationen sicher gekonnt wird. Dieser Film möchte das Generalisieren am Beispiel des Stups verdeutlichen. Der Stups kann zum Beispiel als Anzeigesignal mit einem Diabetiker-Warnhund geübt werden, sodass der Hund den Diabetiker durch ein Anstupsen, Stups, darauf aufmerksam machen kann, dass sich dieser in einer Unterzuckerung befindet und sich unbedingt versorgen muss. Was macht die Person gerade? Welche Kleidung trägt die Person? Wo wird geübt? Wann wird geübt? Welche Ablenkung gibt es? Tomte zeigt das Stups. Tomte, Stups? Ja, super! Stups? Richtig? Ja! Ja. Und Stups? Ja. Stups? Richtig? Ja. Richtig, Stups? Ja. Gut. Stups. Ja, super. Gut. Stups? Gut. Hey. Gut. Stups? Gut. Stups. Gut. Stups. Ja. Stups. Ja. Gut gemacht. Gut. Und Stups. Ja. Und Stups. Richtig. Nochmal. Ja. Und Stups. Richtig. Stups. Nochmal. Stups. Gut. Ja. Stups. Gut, gut gestupst.
Hey, du bist der beste Tonte. Ein Beitrag von Gerd Köhler. Schutzengelhunde.